Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, jetzt unter die zweite Staffel doch Musik zu packen. Das heißt, das ist übrigens sowas wie, na, klassische Musik ist es nicht, aber es ist auf klassischen Instrumenten gespielte Musik. Das heißt, wir müssen die Instrumente jetzt auf jeden Fall sehr viel intellektueller gestalten. Ne? Wir müssen jetzt richtig sophisticated sein, um dem gerecht zu werden. Okay, dann erzählen Sie mal. Also Mr. Canterbury, neulich, da brachte mir doch mein Butler den 39er Chardonnay statt dem 42er. Ich muss ihn direkt auspeitschen lassen. Die werden auch immer frecher, die Jungen. Man findet einfach kein gutes Personal mehr in den heutigen Zeiten. Schlimm sowas. Vielleicht hätten wir nicht alle öffentlichen Schulen schließen sollen, aber mein goldener Swimmingpool hat es mir gedankt. Früher, als es noch unsere Leibeigenen waren, haben sie auch von der Krippe an gelernt. Das stimmt. Ja. Die gute alte Sklavenarbeit, die waren noch Fach. Das war ein Fachpersonal. Hey, das waren keine Sklaven. Ne? Bedienstete, Angestellte, halt Leibdiener, so. Ausgebildete und gezüchtete gezüchtetes Fachpersonal, ja. Vor allen Dingen gezüchtet, konntest du ja immerhin auch mal drauf auf die meisten Alten, wenn du wolltest. Ist ja dein Eigentum, da musst du es auch mal quasi Güteprüfe machen. Ja, Recht der ersten Nacht war auf jeden Fall ein Ding. Wir sollten mal irgendwann irgendwas im Dark Age spielen. Fällt mir so nebenbei ein, hat jetzt damit nichts zu tun, aber. Das könnte durchaus komische Züge annehmen. Ich fürchte mich sehr. Also ich hätte schon Bock, mal irgendwann was Mittelalterliches zu machen, aber ich habe einfach zu wenig Ahnung. Und schon sprachlich wäre das sehr schwierig, weil. Naja. Ja. Das wäre geradezu insane. Ha, verstehst du? Na gut, in der letzten Folge sind ganz viele Dinge passiert. Flummi ist nicht da. Ja, ich weiß. Wartest du jetzt auf mich oder was? Ja. Eigentlich schon. Na, vieles nicht passiert. Ihr habt gemerkt, dass die Verbindung zu Thorald schwächer wird. Sophie wurde wieder vom Satyr misshandelt, mental. Du hattest einen Traum. Naja, du hattest ja den Dornröschen-Traum. Der Dornröschen-Traum war super. So ähnlich. Und dann ist Sophia schon los, oder? War da noch irgendwas? Ich glaube, du hast letztes Mal noch ein bisschen Glück abgeholt. Ja, habe ich. Dem jungen Mann geht's dementsprechend unglücklich. Mhm. Aber er darf mir ja noch eine Leiste geben. Außerdem habe ich die Nummer von seiner heißen Mitbewohnerin gekriegt, die gar nicht so heiß ist, aber ist ja egal. Habe ich gesagt, wie die aussah? Ein bisschen nerdig, sonst hast du nichts dazu gesagt. Das kann natürlich ultra heiß gewesen sein. Wir gehen einfach davon aus, dass sie ultra heiß war. Ich habe ein Bild im Kopf. Ich habe doch gesagt, zierlich, fast mager, klein. Was kann ich dir noch zu der sagen? Die ist eher so ein große Brille? Große Nerdbrille, das stimmt schon, aber nicht direkt ein südländischer Typ ist übertrieben, aber der Unterschied zwischen dem Arier und so den, einfach von der Dichte des Haares zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Und anders. Bei Frauen lässt sich das eigentlich sehr leicht erkennen, finde ich. Und zwar, welche Farbschattierungen sowas wie Armhaare haben. Wenn die relativ dunkel sind, dann würde ich das als den eher südlichen Typ beschreiben, aber noch im normalen Gefühl. Hat ihre Armhaare gezeigt? Ja, die hatte irgendwie ein T-Shirt oder sowas an. Aber ich meine, sowas guckst du dir nicht direkt an als David. Aber das sind ja Sachen, die einem unter Umständen auffallen im Gesamtbild. Ich kann dir nur anders. Naja, wenn die Haare aus dem T-Shirt rauskommen, dann sehe ich das schon. Nein, ich meine, auf dem Unterarm die Haare. Ah, ach so, ich dachte gerade. Nicht die Achselhaare. Nee. Das ist gut. Ich meinte, nein. 2017, Junge.
Ja, bitte. Ja. Was weiß ich dann, was du da für komische Gestalten da rumrennst? Jo? Irgendeine Öko-Studentin oder so? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Aber das meinte ich halt. Jetzt weißt du aber, worauf ich hinaus will. Ich habe immer noch das Bild dieser Öko-Studentin im Kopf. Das ist ein Fehler. Okay. Ich könnte. Nein, kann ich nicht. Ja, aber ist ja auch egal. Die war vermutlich normal hot. Aber darum geht's auch gar nicht. Du hast die Nummer von der. Das war noch im Schrimperium der Schrottgnome. Viel Spaß und bleib geil. Ja, ja. Ich weiß schon, warum ich euch nie NSC beschreibe. Es geht immer schief. Ja, es wäre jetzt auch. Und es ist so unnötig. Siehst du, jetzt hast du das Bild von der Öko-Tussi im Kopf und nicht mehr die Hotte. Damit lässt sich doch viel weniger anfangen. Das ist richtig. Weil mit der Hotten würde ich nämlich nur wieder schreiben und quasi über die Schiene von wegen, wie geht's denn dem und so. Ach, 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 da hat der Herr Ambitionen. Natürlich. Wenn ich sie nicht, wenn. Das ist ja quasi entweder Material zum Verkuppeln oder selber mal kuppeln. Mal gucken. Du kannst auf jeden Fall nicht mit ihr schreiben, so oberflächlich. Was man halt so machen kann innerhalb der paar Tage. Eben. Wir springen so 3 Tage oder sowas jetzt, ne? Oder 4. Möglich? Ja. Genau, du bekommst ein Paket. Mhm. Was heißt Paket? Na doch, es ist so ein Paket in der Größe von Buchgröße. So ein typisches Postversand mit so ein bisschen Folie drin, damit das nicht so sehr knickt. Paket. Aha. Ist es an mich gerichtet? Ja, ne? Es ist an dich adressiert und der Absender ist Sophie Milborough. Also ist der Absender ja auch gleich der Empfänger. Also adressenmäßig. Ach, witzig. Jetzt sieht das also zugeschickt, ohne Geld zu bezahlen. Nee. Die hat das schon an dich adressiert und die hat dafür auch Geld bezahlt. Ach so, gut. Die ist ja bekloppt. Da kann man nämlich einfach per... Na, egal, das ist ein kleines Problem bei der Post. Und illegal. Das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet das tun. Nein, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Wir müssen sagen, dass wir das nicht dürfen. Ihr solltet es tun. Naja. Was ist denn da drin? Da ist drin ein Bild A4. Bitteschön. Mit dem gestrigen Datum und dem Signum von Sophie. Das Schwarz da um die Person herum. So links oben in der Ecke. Wenn man sich das länger betrachtet, dann kann man da Fragmente erkennen, die, das ist jetzt auf dem Bild ja nicht drauf, ne? Nicht, dass du da jetzt wirklich suchst. Fragmente erkennen, die ungefähr aussehen wie die Umgebung des Hallmarktes. Okay. Ansonsten ist da nichts bei. Keine Beschreibung, kein Text, kein freundlicher Gruß, keine Grußkarte. Diese Person auf dem Bild ist ungefähr so zu erkennen wie auf diesem Bild, das du hier siehst, nämlich generisch männlich. Generisch männlich, also nichts wie jemanden, den ich kenne. Also selbst da könnte man ja. Sie hat es mit Absicht, du siehst ja ein paar von. Hast ja ein paar von Sophies Bildern gesehen. Wenn sie sich nicht sicher ist, wer das darstellen soll, dann malt sie generische männliche Gesichter und das scheint eins davon zu sein. Mhm. Das andere Schwarz ist wahrscheinlich Blut. Sieht alles nicht so gut aus. Ich hab's mir gerade angeguckt, das ist ja das ist ja ein Druck, oder? Also bei Sophie wird das vermutlich kein Druck sein, denn sie hatte die Materialien dazu nicht mit.
Ich glaube, woran erkennt man einen Druck? Das sieht irgendwie so aus, weil so das sieht aus wie irgendwie in Leder geritzt oder sowas und dann gedruckt. Aber ist auch jetzt egal. Ja, das Datum von heute? Von gestern. Von gestern. Dann ist ja alles safe. Dann kann ja ich das nicht gewesen sein. Es sei denn, das ist das Datum, wann sie die Revision hatte davon. Also sie signiert immer ihre Bilder mit dem Datum, an dem sie es gefertigt hat, aber sonst ja. Alles Ärgerlich. safe. Das ist ärgerlich. Dann will ich da jetzt nicht hin. Obwohl, auf der anderen Seite möchte ich da wohin, weil ich möchte wissen, wer das ist, der da stirbt. Okay. Sieht man in diesen links oben quasi, da sehe ich ja der Ort, wo das ungefähr stattfindet. Sehe ich da auch irgendwie eine, ja, wie spät das sein könnte, morgens, mittags, Nein. abends? Es braucht schon bestimmt 10 Minuten des genauen Betrachtens, bis du überhaupt den ungefähren Ort da herausfinden konntest. Yay. Ich schreibe in der ersten Mail, beziehungsweise in WhatsApp. Aber ja, was schreibst du denn? Ey, cooles Bild. Was soll ich damit machen? Aufhängen? Okay, ich leg's in deinem Zimmer. Also ich leg's dann quasi in ihr links ums Zimmer, ne, wo die immer ihre ganzen. Will ich da reingehen? Ja, dieses scheiße Einhorn. Ja, ich gehe da rein. Ich leg's neben den Einhorn. Sehr gut. Ja. Wenig später klingelt es an deiner Wohnungstür oben. Mach die Tür auf. Der Wanz steht da. Aloha. Na? Tag. Wie geht es dir? Ja, Sophie schon wieder da? Nope. Wann kommt die wieder? Das weiß ich nicht. Morgen. Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ich hole mein Handy raus. Drück auf die Sprechtaste von WhatsApp. Du, der Mann steht hier. Die wollen was fragen. Halt dir das Handy hin. Ja, wann kommst du wieder? Klick. So, vielleicht kriegen wir eine Antwort. Dann kann ich es dir sagen. Na gut. Und sonst alles gut bei dir? Hast du einen Anker? Einen Anker. Ja, einen Anker mit noch einem, mit einem dritten Metalldings. Du meinst so eine Art Wurfhaken? Bestimmt. Leider nicht, aber das können wir dir bestimmt besorgen. Wo Ja. willst du das denn her? Wofür willst du das denn haben? Zum Klettern. Müsste ich mal schauen, ob ich sowas besorgen kann. Ich gebe dir dafür 3 Murmeln und eine halbe. Wie sehen die Möbel aus? Glitzernd Damit und sie grün Feuer und sehen. gelb und blau. Erst wenn ich den Anker sehe. Eine harte Verhandlerin. Na gut, ich versuche ihn zu besorgen. Ja. Brauchst du noch ein Seil dabei? Ja. Was krieg ich dann für das Seil? Die andere Hälfte. Okay, das klingt interessant. Schauen wir uns das mal alles an. Ich guck mal, ob ich so einen Haken finde und du schaust mal, ob ich dann die Moment sehen kann.
Okay. Dann dreht sie sich um und geht nach unten. So ein Haken ist bestimmt arschteuer, oder? Was weiß ich denn? Das ist ein Wurfhaken für das Klettern oder so? Keine Ahnung. Kriegt man wahrscheinlich nur im Kletterfachgeschäft oder so. Und deshalb, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich auch nicht. Wurfhaken. 35 bis 36, 99. Aha. Es gibt doch etwas günstigere für so rund 20 Euro. Na guck. Also sie sind nicht unbezahlbar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber finde ich doch gut. Sogar mit 10 Meter Seil kann man nicht kaufen, mit 30 Euro. Na siehste. Das müssen ziemlich coole Mummeln sein, aber so ein Wurfhaken ist schon ziemlich cool. So ist es. Ich bestell den jetzt einfach bei eBay. Geil. Und dann kriege ich ja vielleicht mal irgendwann einen. Ja, wie lange wird das dauern? Keine Ahnung. 3 Tage. Sehr gut. Ist immer so ein kleiner Haken. Das ist ja kein Problem. Genau. Was auch immer der Wanz mit dem Buch haken möchte, aber das ist okay. Der ist groß genug, der darf das. Immerhin ist die schon 4 oder so, oder 5. Hey, die ist sogar schon. Ist sie nicht 6? Ich glaube, die ist 6. Na, sie ist ja schon fast erwachsen. Ja. Für die Rotkappe. 3x6 ist ja auch 18. Eben. Du schon wieder mit deinen schweinischen Gedanken. Was soll denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Es wurde eine 18-Jährige erwähnt, dann bist du sofort wieder zopp. Kenn dich doch. Das kannst du dir nicht wünschen. Also, was war das Letzte? Sauerkirschen. Ja. Ja, wie gesagt, ich hoffe in den Wunsch, Wurfhaken. Und dann schauen wir mal, der kommt bestimmt nichts an. Allerdings gehen mir wahrscheinlich bald meine finanziellen Mittel aus, glaube ich. Ich glaube, ich brauche einen Job. Ich gestehe dir noch ein bisschen was an Restmitteln zu, aber klar, du hattest ja vorher auch einen Nebenjob ab und zu. Eben. Ich bräuchte irgendwas Handwerkliches, weil quasi, das kann ich ja jetzt ultra schnell machen. Wenn mich keiner sieht, dann kann ich Zeit sparen. Ja, was Handwerkliches ist aber gar nicht so einfach als Student. Nee, das stimmt allerdings. Also es geht schon, muss aber schwarz arbeiten. Nun, das macht es ja nicht viel schlechter. Ja. Dann arbeite ich am besten nach Stückzahl und dann... Ich glaube nicht, dass Stückzahl im Sinne von... Ich meine, was willst du denn herstellen, was dir jemand in so großen Mengen in einem Kleinstbetrieb irgendwie... Ja, eben, das ist das Problem. Also du müsstest halt schon mit irgendwo hin oder irgendwo alleine hin und irgendwas in Wohnung machen, was ja jetzt auch nicht so das Problem ist, ne? Man könnte immer noch putzen gehen. Ich habe damit wenig Probleme und außerdem ist das super witzig, weil man kann nämlich in andere Wohnungen von fremden Menschen reingehen. Und das ist auch irgendwie schon ein bisschen, wenn man neugierig ist, ne? Ja gut, ja, du kannst auch putzen, aber ich meine, du hast ja, was hast du? Du hast ja irgendwie Handwerk, Metallarbeiten und? Holzarbeiten und ich bin guter Gärtner und also eigentlich ist die Frage, was kann ich nicht? Ja, stimmt. Holzarbeit, Metallarbeiten, Gärtnerei. Fahrzeugmechanik und Schneidern. Ja gut, Fahrzeugmechanik, nehmen wir mal raus. Mit Abstand am besten bis zum landwirtschaftlichen Teil, welche Überraschung. Ich glaube, da lässt sich sogar was finden irgendwie als Nebenjob, wenn du... für irgend so eine Gärtnerei rumfährst in... Zu Florist.
Naja, Florist würde ich das nicht gleich nennen. Ich meine, sowas Ja, kann auch ja. in dein Tätigkeitsfeld fallen, aber vermutlich geht es eher darum, irgendwelche Grünanteile von irgendwelchen öffentlichen Bereichen oder Krankenhäusern oder Pflegeheimen oder sonst irgendwas zu dingsen. Ansonsten putzen kannst du, ja, gut, meinetwegen. Hast du gar keine Holzarbeiten? Stimmt, hast du einen Höchstbahnhof. Ja, Metallarbeiten fällt mir in der Wohnung jetzt nichts ein. Aber Malern und sowas ist auch ein bisschen. Nee, ist nix. Also putzen, Gärtnern geht meines Erachtens nach So auf ein jeden Garten, Fall. ja, so ein, auf einem, auf einer Baumschule oder sowas als Setzer oder sowas, als, ne, hier mit Veredelung und so weiter, Setzlinge setzen und so. Aber es ist bald Winter, das ist scheiße. Da würden die ist momentan eher da, Ja, die es ist Uhrzeit saisonal sind ein bisschen eher, schwierig. ja, sind eher die Sachen stutzen, also sprich im Garten gehen und winterfest machen und einige Pflanzen stutzen, weil einige Pflanzen stutzt man zur Winterzeit und einige stutzt man zum Frühlings. Das könnte sein. Ansonsten, was natürlich auch immer geht, klar, ist Kellnern. Oh, okay, dann ist auch witzig. Da Der hört man auch Standard. viele Dinge. Nicht, ja. Der Tellerwäscher ganz allein in der Küche, der das Ganze alle 5 Minuten schafft, anstatt in. Yay! Ja, ich bin ein guter Tellerwäscher. Die Maschinen sind mir zu langsam, ich mach das per Hand. Finde ich witzig. Ja, also ich besorge mir auf jeden Fall so einen vernünftigen Aushilfsjob quasi, Ja, in welche damit. Richtung möchtest du denn? Das sind ja alles Möglichkeiten, die hier offen stehen. Ja, ich glaube, Kellnern ist das Sozialste von allen. Ich nehme das, glaube ich. Kellnern, das wird wohl erst ab Mitte, naja, so ab 10., 11. Dezember wird das erst werden, weil wir haben jetzt schon fast Dezember. Oh shit, ich brauche jetzt eigentlich zwei unterschiedliche. Hier sind wir's. Naja, und es getrennt seid. Na naja, gut, ist das mir egal. Ja, schwierig mit dir, Euch. ne? Ja, aber du bist der Spielleiter, du musst das machen. Wir schieben es erstmal auf Flumi. Das ist erstmal Okay. vernünftig. Gut, okay. Das ist alles kein Problem. Den Job wirst du dir innerhalb der nächsten 2, 3 Tage besorgen. Du hast Glück, du wirst von Hendrik auf jeden Fall nicht genervt. Sehr gut. Aber von Walli am 30. November. Beziehungsweise. Ja doch, am 23. November um 9:30 Uhr wird es auf jeden Fall klingeln an der Haustür. Das wäre dann 2 Tage später. Ich mache ihr natürlich sofort auf, hab noch einen Putzlappen in der Hand. Ja, yep, was kann ich für dich tun? Sie gibt dir erstmal ein relativ schweres Paket. Postbote hat euch Danke. nicht gefunden. Aber nur deswegen habe ich euch gefunden. Hi, Sophie, sind ihr pennt noch, ja? Nee, die ist nicht da. Komm erst mal rein. Danke. Wieso ist sie denn nicht da? Ist das Paket für mich oder ist das für Sie? Das ist für dich. Ah, Das ist von eBay. praktisch. Ja, das packe ich dann quasi in die Küche und Kaffee? Gerne, klar. Nee, ja, ich mache dann halt Kaffee, ne, etc. bla bla, kommt noch ein kleines bisschen Küchlein auf den Tisch. Üblicher halt. Wann bist du denn so ein extrem zuvorkommender Gastgeber und so vorbereitet vor allen Dingen. Schon immer? Du bist nur immer meistens dran vorbei und direkt in Ja, ihre Wurzel. so oft war ich ja gar nicht hier, du wohnst auch noch gar nicht so Zweimal. lange und wird mein Besuch notiert. Nee, aber ich bin ein. Ich merke mir sowas sehr, richtig gut. Das ist nicht creepy, David, das solltest du auf jeden Fall immer deinen Entschuldigung. Besuchern sagen. Okay. Ist auf jeden Fall super nett. Danke. Was wollte ich denn Zucker? jetzt genau? Warum ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo sie ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, sie wollte, hat zumindest gesagt,
Nee, sie hat es mir auch nicht gesagt. Aber sie wollte auf jeden Fall ein bisschen rumreisen, Couchsurfing betreiben und sowas. Ein bisschen rumreisen. Ja. Couchsurfing. Yep. Die brauchte mal neue Inspiration für neue Bilder, glaube ich. Die brauchte Inspiration. Künstler. Ja, die brauchen Abschluss, ist was sie brauchen. Meine Rede, würde ich sagen. Ja, da hat deine Rede aber nicht viel gebracht. Ich bin nur der nette Herr mit dem Kuchen und dem Kaffee. Ja, aber du hast ja jetzt viel mehr Einfluss auf Sophie als ich. Da musst du doch mal irgendwie was machen. Was soll ich denn machen, wenn ich quasi ein Hurry up, ich bin da weg, kriege von ihr? Ja, gut. Na, ich meine, klar, die Künstlerin, die braucht jetzt nicht zwingend einen Abschluss. Sie braucht einen Eintrag ins Führungszeugnis, aber... Reputation. Aber trotzdem... Ich meine, wie lange ist sie denn jetzt weg? Wo will die denn hin? Mal rumreisen. Ich meine, ohne Ziel oder was? Ich glaube, sie hat ein Ziel. Sie war konnte es wohl nicht auf der Karte nicht wirklich benennen. Sie hat ein Ziel, aber kann nicht... Kann, ja, na klar. Also so ein inneres Ziel, weißt du? So was aus ihr heraus. Das muss erstmal rauswachsen quasi. Und dann musst du sie erstmal wissen, wo das ist. Hat die irgendeinen Boy kennengelernt? Der vielleicht irgendwie woanders wohnt? Ich glaube nicht. Davon hätte sie erzählt. Na gut. Man muss ja mal fragen. Ja, hat sie sich bei dir nicht gemeldet? Hat sich denn bei dir gemeldet, seitdem sie weg ist? Sie hat mir einmal ein Paket mit einem Bild geschickt. Ja. Ich meine, das ist ja nett, aber... Das ist richtig. Na gut. Sie wird sich wohl bestimmt melden und sagen, hier, mir geht's gut, etc. Ansonsten, ich schreibe ihr hin und wieder ein paar WhatsApp-Nachrichten. Darauf meldet sie sich bestimmt irgendwann. Hat sie noch nicht. Nee, seit wann ist sie denn weg? Gut, hier sind 5 Tage jetzt, glaube ich, ne? 6. 6, ja. Seit einer Woche? Seit einer Woche schon. Chill. Alles gut. Ja, seit einer Woche weg, hat sich noch nicht gemeldet. Ich meine, das sieht ja ähnlich, aber man muss sich auch ja, eben. Fragen dürfen. Also, nach 4 Wochen mache ich mir dann mal Sorgen. Nach 4 Wochen erst? Ja, eine Woche, weil es für sie normal ist, eine Woche, weil man dann, ne? Ist vielleicht ein bisschen komisch, hat sich vielleicht verpennt. Dritte Woche, jetzt wird es langsam kritisch, da könnte was sein. Und die 4. Woche, da ist man sich sicher. Du bist aber geduldig. Ich wohne mit ihr zusammen. Das hat damit ja nichts zu tun. Naja, außerdem hat sie nach 4 Wochen dann ihre Miete nicht bezahlt. Das wäre dann schlecht. Ach so. Nee, aber... Ach, ich mache mir da noch weniger. Wahrscheinlich meldet die sich einfach per WhatsApp irgendwann. Vielleicht ist auch das Handy einfach gerade leer. Na gut. Was hast du eigentlich so Schweres bestellt hier? Was hast du hier so Schweres bestellt? Ach, nur eine Kleinigkeit. Ich hab da so eine Wette am Laufen. Achso, ich weiß gar nicht, wissen. Mal gucken. Und was gibt's bei dir so Neues? Du sagst also, ich muss diesen Knopf benutzen, ja? Ja, doch schon, das hilft. Achso, na gut. Der David. Kennst du, ne? Mein Mitbewohner? Ich glaube, der war bei Halloween. War der da? Wenn er da war, war es der sich daneben benommen hat. Obwohl, naja, das ist ja auch zu viel gesagt. Aber der hat sich ein Motorrad gekauft. Oha. Ich weiß nicht, der ist nicht so groß wie ich, nicht ganz. Und... Naja, er ist schmächtig.
Dann hat er sich als erstes damit in der Kurve auf die Fresse gelegt, weil er versucht hat, durch die Innenstadt zu gurken. Und hat die Scheiße dann nicht hochstemmen können. Oh. Er hat nämlich gestern nachts um eins rausgeklingelt, um bei der Kacke zu helfen. Und dann hat der mich auch noch angeblöckt, weil ich einfach einen Abschleppwagen dahin bestellt habe. Bin dann nicht bescheuert und zieh mich nachts um eins an, um den irgendwie wegen seines, weiß nicht, wegen seiner Quarterlife-Crisis irgendwie seine scheiß Kiste da mit Mühe aufrecht zu kriegen. Du musst ja wohl ein bisschen mehr trainieren, hm? Ja, der soll, keine Ahnung, sich einen Roller kaufen. Ja, so ein Roller ist ja nicht so cool wie ein Motorrad. Wie hat er denn den Führerschein gemacht, wenn er das Motorrad nicht stemmen kann? Ja, in der Fahrschule hat er wohl ein anderes gehabt, irgendwie von seinem Bruder. Das war wohl eine etwas leichtere Maschine. Etwas. Das Ding jetzt, das ist ja hier irgendwie so ein halbes Rennding. Sind die Renndinger nicht mal leichter? Schon, klar. Aber schwerer als so ein Ding, was gerade mal eine Stufe überm Roller steht. Weißt du, was ich meine? Diese, du kennst ja diese alten Teile halt. Ja, die, ja, die so gar nichts wiegen halt. Und jetzt hat er halt schon so ein Ding, das ist ewig lang und hässlich und ich glaube, es ist japanisch und so ein richtiges Ekel-Angeber-Ding. Er holt sich da als nächstes eine Goldkette. Und einen farblich zugeordneten Rennanzug, damit er auch zum Motorrad passt wahrscheinlich. Hat sich Lederjacke gekauft, die hat rote und weiße so Streifen an Ärmeln. Das ist nicht mehr schön. Was ist denn los mit ihm? Keine Ahnung. Der hat halt jetzt seine. Und vor allem, wo hat er die Kohle her? Keine Ahnung. Das ist nicht gerade witzig. Das stimmt, aber ich glaube, dem geht's finanziell nicht ganz so schlecht. Oh, das ist natürlich praktisch. Das Einzige, was er da von seiner Familie mal erzählt hatte, war, dass die in Brandenburg quasi in der Villa neben Sido wohnen, aber das sagt mir jetzt auch nicht viel. Ich denke, der hat genug Geld dann. Ja. Sind, glaube ich, beides auch irgendwie Professoren an irgendeiner Uni da in Potsdam. Also. Das wird schon reichen. Eben. Ja, was soll's, ne? Also dann kann er sich auch eine Potskarre kaufen, wenn Mami und Papi das bezahlen. Ja. Sag mal, hast du mal was von Tim wieder gehört? Ich habe ja nicht so viel mit dem zu tun. Ja, ich habe den auf deiner Party kennengelernt und. Ja, ich weiß. Der Typ, der irgendwie ging es ihm, der hatte, glaube ich, irgendwie gesoffen oder so, ne? Ja, den ging es nachher ganz miserabel und dann war ich letztens bei ihm, weil er wohl irgendwie was eingesteckt hatte. So also ein Schlüsselanhänger von mir. Und du hast mich ja gefragt, wo der wohnt, ne? Ja, genau. Und seitdem ging es ihm aber immer mehr dreckiger und es war schon ein bisschen seltsam. Da kann ich dir nichts zu sagen. Ja, Katrin, also deine Mitbewohner macht sich ein bisschen Sorgen. Müsste man da mal hin? Der mal ein bisschen aufrütteln hier. Ich glaube, der hat sich von seiner Freundin getrennt oder so. Weiß ich nicht. Werd ich mich nicht einmischen? Wenn du sagst, dass du das gern möchtest? Ich dachte, weil das vielleicht einer deiner Freunde ist oder so. Nee. Die da vorher ausgezogen ist, die kannte ich gut. Besser. Besser, nicht gut. Ach so, okay, gut. Gut. Nee, ich dachte, weil er auf deiner Party war und so. Ja, gut, da waren viele Leute. Das stimmt allerdings.
War eine coole Party. Ja. War einiges los. ja, das ist... Da müssen wir eigentlich mal wiederholen. Eine kleine Party. Wenn die... Wenn die wieder da ist. Für die schmeiße ich auf jeden Fall keine Party, wenn die zurückkommt. Ja. Die können meine für mich schmeißen. Oh, siehst du, das ist eigentlich was. Das könnte man eine Kartenparty mal schmeißen. Ja. Wir haben hier unten genug Platz eigentlich. Und wenn ich dann, es ist übrigens Winter, ne? Und wenn ich dann nicht als Erster eingeladen werde. Ich denke an dich. Ja, das ist nett, aber Sophie hat an mich zu denken. Ja, ich, Wird das überhaupt warm bei euch? Ich merke ja jetzt schon gerade, dass es eher nicht, so nicht der Fall ist, zumindest hier in der Küche. Ja, das wird eigentlich, das ist ganz kuschelig eigentlich. Und ansonsten haben wir überall Decken herumliegen, da kannst du dich einfach einlullen. Das war schon immer mein Traum, in einer Wohnung zu sein und trotzdem eine Decke zu brauchen. Das ist energiesparend, Energiesparend? Ja, ja. Hier drin sind vermutlich 12 Grad. Das, ich krieg das gar nicht mehr mit. Sophie macht sowieso immer die, die Heizung, Fenster auf als die Heizung an. Sie guckt auf eure Holzfenster. Macht ja vermutlich auch gar nicht so viel Unterschied, ob die jetzt offen sind oder nicht. Das stimmt wohl. Aber das Gute ist, da kann man sich halt, wie gesagt, richtig schön einnullen in der Decke und das ist auch gemütlich. Nimmt man sich einen warmen Kaffee oder einen warmen Kakao und dann ist das mal super gemütlich. Man kann sich das Elend schon auch schönreden, ne? Dafür ist die Miete billig. Sag ich ja. Was bist denn jetzt so? Ich bin ja nicht so, ich meine ja das nur. Das ist, Es ist doch eine Studentenwohnung, scheiß was drauf. Ja, man muss das auch mal verdienen. Ich sag doch nur, ich war hier auch schon mal auf Toilette und da war nur Herbst und nicht Winter. Und das war keine schöne Erfahrung. Kann man dieses Fenster da eigentlich schließen? Nee, ne? Naja, ich hab's noch nicht geschafft. Ja, gut. Aber ich bin ja auch nicht so der Größte, also da komme ich ja auch nicht ran. Nicht unbedingt. Aber wenigstens habt ihr eine nette Hausgemeinschaft. Da führt der Betrunkene den Blinden. Das funktioniert ja ganz gut. Eben. Betrunkene, blind. Wer ist denn jetzt der Betrunkene und wer ist blind? Ja, du kennst ja die Leute besser als ich. Ah, du meinst... Ah. Ah, ja, verstehe. Klar. Ergibt Sinn. Siehste. Ja. Aber, wie gesagt, es ist halt ganz schnuckelig in der Wohnung. Und, so viel ist sowieso immer so heiß. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. War das schon immer so? Wechseljahre. Ja, wahrscheinlich. Nee, so war das noch nicht. Aber die hat es vermutlich einfach schon ihre Wallungen. Kommt ein bisschen früh bei ihr, aber ey. Hat es auch schneller quasi abgehakt. Oder sie ist schwanger, aber... Oh Gott. Das werden wir dann ja erfahren, wenn der da ist, ne? Also ich meine, ich glaub nicht, dass sie 9 Monate wegbleibt. Und wenn sie 9 Monate wegbleibt, wissen wir warum. Jetzt mach dir noch nicht so wirklich Sorgen. Das war ein Joke. Ja, aber das passt ja auch zusammen. Weißt du, die bemerkt das dann, geht erstmal weg, um sich einreden zu können, dass alles okay ist. Und wenn die wiederkommt, dann hat die einfach schon so eine übelste Murmel. Dann ist ihr Tempel schon entweiht. Ich glaube, der Tempel ist schon lange entweiht. Nicht auf die Art, David. Gut, aber
Das ist ja auch nicht schlimm, oder? Also ich meine, okay, das wäre schon schlimm, weil sie hat keinen, keine Ahnung, wer der Vater wäre dann. Ja, und sie ist wie alt? Ja, eben. Und das passt also in ihren Lebensstil. Nur mit Mühe. Aber ich meine, du bist ja da. Was würdest du denn machen? Links liegen lassen? Also ich würde ihr helfen. Ja, ganz ehrlich, David, wenn jetzt meine Mitbewohnerin schwanger wird, dann bräuchte es ehrlich gesagt von mir sehr viel guten Willen, damit ich irgendwie noch, weil sie keinen Vater dazu hat, die nächsten paar Jahre ein Baby mit großziehe. Das war in meiner Planung noch nicht drin. Ich würde schon eher zum Auszug tendieren, ja? So viel guten Willen kann man eigentlich, finde ich, nicht erwarten. Jetzt glaube ich ja, dass du mit Sophie enger bist als ich mit Tanja. Aber dennoch ist es viel verlangt. Schon, aber man kriegt ja auch was zurück dafür. Was denn? Diese kleinen blauen Augen, die einen dann angucken. Ja, da gehe ich einfach zu meiner Cousine, guck mir das 10 Minuten an, freue mich und dann fahre ich auch wieder. Ja, dann kriegst du auch gleich die Milch in die Brust geschossen. Ekelhaft, David, aber danke. Aber davon kann ich mich dann quasi auch wieder entfernen. Dann ist auch mal wieder gut. Das muss ich dann nicht immer haben. Ja, hast du ja auch nicht immer. Zur Not gehst du zur Uni oder wie auch immer. Aber so eine Mutter alleine lassen ist doch auch mal scheiße. Und niemand sagte ja, dass man nicht auszieht, sondern... Man kann ja auch mal versuchen aufzupassen. Ja, das wäre hilfreich, ja. Und aber das wissen wir ja auch alles gar nicht. Vielleicht ist sie einfach gar nicht schwanger, ja, sondern einfach ja, stimmt. Das vielleicht sucht sie nur ihr siebtes Chakra oder was weiß ich. Was Kunststudenten halt so machen. Ja. Das stimmt. Ich würde mir mal einfach keine Sorgen machen. Schreiben sie einfach nochmal an. Und dann ist alles gut. Na gut. Dann verziehe ich mich auch erstmal wieder. Ja, willst du noch ein Kuchenstück mitnehmen? Oh nee, danke. Aber war lecker. Habe ich extra selber gemacht. Ja, wenn Sophie schwanger ist, ich würde dich vermutlich schon gegen David austauschen. Ist ja auch nicht so die große Umstellung dann für mich. Na guck, und wir sehen dann auch nicht, weil die Namen sind ja fast gleich. Ja, meine ich ja. Ja, na Sophie, guck. Dann macht es mega. Hauptsache, sie kommt mit dem Quengelberg nicht zu dir. Ja, mal ist nett. Aber weißt du, das ist ja dann auch keine Freundin mehr, das ist ja dann eine Mutter. Und dann entfernt wird sie irgendwann mal wieder vielleicht so, naja, wird sie nicht mehr. Dann ist er alleine, sie eine Mutter, das ist vorbei. Gut, lassen wir das. Sonst kriege ich Albträume davon. Wir sehen uns, David. Ja, ich wünsche dir was. Ich begleite sie zur Tür und ja. Ja, dann geht's hin. Ich packe mein Paket aus. Es ist ein 1A-Hochhaken. Sehr gut. Mit Seil. Ausgezeichnet. Jetzt möchte ich die Murmel sehen. Mal gucken, ob es sich lohnt. Ich befürchte nicht. Ich gehe runter zum Wanst. Klopp, klopp. Ich habe einen langen Mantel an. Darunter ist der Wurfhaken. Oh, ich dachte, das ist dein Public Masturbator Trenchcoat. Ja, niemand macht auf. Niemand reagiert. Oh. Ärgerlich. Ich warte noch ein bisschen, weil ich weiß, dass er manchmal ein bisschen länger braucht. Nein, tut er nicht. Und dann gehe ich wieder nach oben.
meine Nachbarin von der anderen Seite, ne? Also der alleinerziehenden, gegen, der alleinerziehenden unten, ja, Dame. Okay. Ja. Mhm. Da gibt's doch immer Hauptnagel. Hauptnagel, genau. Da gibt's doch immer richtig Kacke, ne? Geht. Phasenweise ist es natürlich sehr schwierig, nicht immer, aber ja. Hat sie eigentlich mir schon mal mit mir geredet? Nee, ich glaube nicht, ne? Die hat sich immer von mir gedrückt. Was heißt gedrückt? Wir leben in einer Stadt, niemand redet mit seinen Nachbarn. Wir haben das überwunden, David. Ja, das ist, also quasi hat sie sich gedrückt. Ja, nein, so kann man das nicht sagen. Du hast es nie versucht und deswegen musste sie nie sich drücken. Man begrüßt sich höflich, man wechselt freundlich drei Worte und das war's. Hm. Lass es mich so, ich habe die perfekte Beschreibung. Nachbarn wie auch Familie sind ja recht willkürlich zusammengewürfelt. Aber bei Nachbarn ist es sozial eher akzeptiert, sich dann vor dem Kontakt zu drücken, vor dem möglichen Zwangskontakt. Und es deswegen tun das quasi auch alle. Und so war das bei euch beiden auch. Die schien aber nicht irgendwie verschlossen, unfreundlich oder abgekehrt in dem Sinne. Die hat halt eher einen anstrengenden Tag. Mhm. Da muss man mal was gegen tun, bei Gelegenheit. Mhm. Naja, ich verschwinde in meine Wohnung und bereite Dinge vor. Ich will quasi eine Decke stricken, die quasi Ärmel beinhaltet, sodass ich den halt quasi umlegen kann und immer noch freie Ärmel habe. Und dann da sind die immer noch gewärmt. Oder so. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du willst dir eine Profi-Kuscheldecke bauen? Ja. Okay. Ja, kein Problem. Nur damit du das vorher schon weißt, ne? Morgen ist der letzte Tag für die Freude. Oh, dann muss ich mir die abholen. Ja, bis einschließlich morgen, meine ich. Kannst heute, kannst morgen gehen, ist mir egal. Ja, was sagt denn meine Kontaktperson in dem Haushalt? Katrin? Ja. Sag mal ungefähr, was du fragst und wie. Na, ich habe halt irgendwann gefragt, halt quasi, ne, wie es ihm geht, ob sich das was verändert hat und versucht dann halt über die Schiene ein bisschen Smalltalk zu rutschen. Und dann quasi frage ich einfach mal, soll ich nochmal vorbeikommen? Also, verändert haben wird sich nichts. Sie hat aber von der anderen, die da noch wohnt, also über die hat sie ein paar seiner Kumpels auf jeden Fall kontaktiert gehabt, die ab und zu, wo mal jemand inzwischen durch da war. Da hat sich aber so nichts ergeben. Bezüglich des, ob du mal vorbeikommen sollst, du kanntest ihn offensichtlich nicht, es hat sich nichts verändert, dass du da warst. Ich glaube, sie wird antworten, dass du das nicht machen musst. Ja, dann verzichte ich, glaube ich, auf die letzte Woche Freude. Okay. Hm. Vielleicht kann ich mir sie auch noch später holen. Nein, das weißt du. Heute, ja, morgen oder nie. Oha. Was würde denn passieren, wenn er quasi die Freude der Woche, also verfällt die dann oder kriegt er sie wieder? Das wäre nämlich ganz praktisch zu wissen, weil wenn das ja, wieder ich muss es nur kurz würfeln.
Was war jetzt genau die Frage? Ja, verfällt die Freude? Ist die dann einfach nur nicht mehr, also existiert die dann einfach nicht mehr? Oder breitet die sich wieder im Haushalt aus? Oder beziehungsweise halt, ne, geht's wieder zurück zu ihnen? Alles, was du weißt, ist, dass sie nicht verfällt. Aber das kann natürlich heißen, dass sie in diesem Objekt gespeichert bleibt. Und der Erste, der es in die Hand nimmt, kriegt's. Es kann sein, dass sie sich langsam im Haushalt ausbreitet. Es kann sein, dass sie zu ihm zurückgeht. Es kann sein, dass die im Traum sich verteilt. Es kann sein, dass nur die erste Fee, die das Ding sieht, sich das nehmen kann. Wer weiß. Oder dass die nächste Fee, die so einen Kontrakt mit ihm aushandelt, das dann noch zusätzlich kriegt. All das wäre möglich. Okay. Ja, nö, dann dann behalte ich jetzt mal quasi den Kontakt zu Katrin und versuche das mal so als Remote-Experiment quasi laufen zu lassen. Was passiert, wenn ich das, was, ne, also ich möchte jetzt mal halt, was passiert und dementsprechend beobachte ich das jetzt einfach mal weiter aus der Ferne. Das interessiert mich jetzt. Ich muss aber noch eine Information von dir bekommen. Die da wäre? Du lässt das als Experiment laufen, aber euer Vertrag bleibt gültig. Natürlich bleibt der Vertrag gültig. Okay. Also ich will ja wissen, was danach passiert, ne? Also gucken. Nee, das war jetzt nur mittelmäßig wichtig. Gut. Hast du noch irgendwas vor? Warten, bis der Wanz wieder da ist oder so, ne? Genau, warten, bis der Wanz wieder da ist. Die reguläre Hausarbeit. Okay. Ein bisschen du. Krams machen. Vielleicht ein paar Leute, ja. Ja, ein bisschen so im, ne, im Freundeskreis und so weiter rumtelefonieren und etc. So ein paar Leute treffen. Hast du jetzt auch ein bisschen Zeit? Ich muss eigentlich mal einen Glamour-Wurf für euch machen. Den guten alten Verkupplungswurf. Unlucky, my friend. Ja, da hast du in der letzten Woche ist es dir nicht gelungen, die richtigen Personen zusammenzubringen, die Gefühle dir die dabei rumkamen, waren, hatten einfach nicht die nötige Qualität. Keine echte Liebe. Also nicht mal kurzzeitig. Nicht mal eine Flamme. Nicht mal ein Flämmchen. Tja, man irrt sich halt mal. Passiert dem Besten. Ja, natürlich. Das muss ja auch nicht an dir liegen. Eben, wenn die nicht wertschätzen, was ich denen nicht gebe. Abgestumpft sind. Wenn die nicht wertschätzen, was ich denen gebe oder anbiete. Ja. Ja. Eben, was soll denn das? Also. Scheiße. An dem Abend noch wird irgendwann der Wanst, übrigens, das wirst du irgendwann sehen, wenn du Küche falsche Seite in deinem Zimmer passt. Wenn du in deinem Zimmer die Blumen gießt, dass der Wanst mit Herrn Satt nach Hause kommt. Der Wanst führt Herrn Satt an der Hand. Und er hat es ist kein richtiger Blindenstock, aber er führt einen Spazierstock leicht tastend vor sich. Okay, das ist neu. Ich würde dem mal entgegenkommen, indem ich den Müll rausbringe. Oh, das ist aber ein Zufall! Ja! Hier, jetzt 21 Uhr. Nein,
Klar, kannst du machen. Deswegen hat man immer ein bisschen Alibi hier oben, dass man den noch mal runterbringen kann. Wenn du da unten die Tür aufmachst, ich habe auch eine ganze Menge Alibi-Müll ständig da liegen, das stimmt. Nee, wenn du unten die Tür aufmachst, der Wanst wirkt unheimlich erschrocken und schüttelt unmerklich mit, nein, nicht unmerklich, die Sechs, schüttelt kräftig mit dem Kopf und legt den Finger an den Mund. Ich nick dem Wanst dann zu. Geh dann einen Schritt an die Seite, sodass die beiden dran vorbeigehen können. Beachtet Herr, sagt mich. Ich meine, die Tür hat sich mit wüsten Beschimpfungen gesegnet. Ah, so. Obwohl hat sie nicht, hätte ich davor dazu sagen müssen. Aber man hört sich auf jeden Fall die Tür öffnen. Das heißt, er wird eine Person offenbar beachten. Der geht jetzt so versetzt hinter den Wand, um möglichst viel Weg breit zu machen, aber verhält sich wie jemand, der jetzt Probleme haben wird, an der Person vorbeizugehen. Und tastet sich an dem Geländer entlang, was ihr dort habt. Okay. Dann bringe ich meinen Müll weg und die gehen wahrscheinlich direkt nach oben. Naja, sind nur ein paar Stufen. Ja, guckt der Wanz mich nochmal einmal an? Ja, wenn der Herr satte Tür aufschließt, wird der dich auf jeden Fall, wird er dir zunicken und dir das Däumchen zeigen. Gut, dann würde ich ihr noch sagen, so auf sie zeigen, auf mich zeigen und dann einmal nach oben zeigen, so quasi betreffend unserer Wohnung. Ja, dann wird sie wenig später auch kommen. Sehr gut. Na du? Komm rein. Hast du den Haken? Möglicherweise. Ich mache jetzt hinter ihr die Tür zu. Juhu! Hast du die Murmeln? Ja, natürlich. Lass mal sehen. Und wo ist der Haken? Witzige Frage. Hier vorne. Sie wird in ihrer Hosentasche rumwühlen. Und dann mit ihrer geschlossenen Faust wieder rauskommen. Ich leg die bei euch auf die Küche und dann komme ich in den Flur und du kommst in den Flur und dann gehen wir in das andere Zimmer und gucken. Und wenn wir zufrieden sind, dann gibst du mir einen Koffer, nee, ich geb dir, jemand gibt uns einen Koffer voll Geld und wenn wir nicht zufrieden sind, dann schießen wir uns ab. Okay, schauen mal. Juhu! Also, ich leg dann halt quasi das Ding in den Flur. Nee, in dein Zimmer. In mein Zimmer, genau. Geh dann in die dann Küche. Wird sie in den Stuhl treten und dann wird sie bei dir ins Zimmer gehen. In der Küche liegen zwei Hälften und zwei vollständig ausgesucht schöne Murmeln. Sie sind grünlich und glitzern. Und die sind wunderschön. Aber sonst nichts Besonderes. Es sind einfach nur Glitzermurmeln von einem Kind. Das stimmt. Das ist völlig in Ordnung. Ich gehe mit ernster Miene in den Flur. Da steht sie schon, hält den Zeigefinger auf dich und macht Peng, Peng, Peng! Du bist tot! Oh. Ich habe eine schusssichere Weste. Siehst du? Hier. Das gilt Peng, nicht. Peng, Peng. Nein. Dann lass uns doch einfach neu verhandeln. Ich will nicht verhandeln, das Ding brauche ich nicht. Oh, warum nicht? Was will ich denn damit? Naja, das ist wohl. Ich brauche einen Traumanker, du Dummbatz. Einen Traumanker? Ja, einen mit drei Dingern. Das sieht gut aus, aber das ist...
Was ist denn ein Traumanker? Na, dasselbe wie das, bloß ich brauche das für den Traum und also chimärisch und nicht für hier. Für hier will ich nicht auf Häuser steigen. Oh, okay. Das ist noch ein bisschen schwieriger zu kriegen. Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich es herkriege. Nicht? Aber du bist doch ein Heinzelmännchen. Ja, aber ich müsste chimärisches Metall haben, das müsste ich abbauen, dann müsste ich das schmieden. Wenn du mir chimärisches Metall gibst, kann ich dir das da vielleicht rausschmieden. Aber ich hab keins. That's the point. Das ist halt auch mein Problem. Jetzt müssen wir rauskriegen, wo wir welches herkriegen vielleicht. Wenn man viel überlegt, muss man viel essen. Hunger? Nee, ich darf nicht so lange hier oben bleiben. Also ja, aber ich darf nicht so lange hier oben bleiben. Wieso, gibt es dann Ärger von Herrn Satt? Ja. Was ist denn eigentlich mit dem los? Nix. Aber der denkt, dass ich gemeine Sachen vorhabe. Was nicht stimmt. Okay, und deswegen ist er jetzt blind? Nö. Sondern? Weiß nicht warum. Er ist ja schon alt. Und das durfte er nicht, und er durfte nicht wissen, dass ich mit auf dem Flur stehe? Was? Naja, du hast als wir uns auf dem Flur getroffen haben, hast du gesagt, hast du mir gezeigt, ich soll still sein. Ja, nein, der darf das nicht wissen. Ach so, das mit dem Haken. Ja. So, nee, das hätte er ja auch von mir nie erfahren. Ja, das ist ja auch geheim. Natürlich ist es geheim. Deswegen treffen wir uns ja auch hier. Und außerdem sieht er noch, wenn man ihm einen Stinkefinger ins Gesicht hält. Der tut bloß so. Ist er vielleicht auch gar nicht so blind, hm? Ja, der tut bloß so. Ach so, warum tut er denn so? Weiß ich nicht, frag ihn doch. Na, das tue ich dann auch vielleicht. Okay. Ich muss jetzt runter. Mach das. Dann wird sie davon stiefeln. Ich werde sie aufhalten. Deine Murmeln. Ach ja, gib mir meine Murmeln. Ja, hier. Wenn du schon nicht tot bist. Eben. Schlimm sowas, ne? Nicht mal vernünftig sterben kann ich. Ja, bescheißen tust du. Ja. Manchmal. Aber auch nur, weil es. Da fällt dir nichts ein. Ich wollte nicht sterben, so nämlich. Das ist ein dummer Grund. Nee, eigentlich. Dann hättest du schneller schießen müssen. Ja, aber ich bin doch so lieb und ich hab dich doch gern. Ich will dich doch gar nicht erschießen. Du weißt wirklich nicht, wie man sowas macht. Nee, ich bin da nicht in sowas nicht so gut drin. Woher weißt du denn, wie man sowas macht? Aus dem Fernsehen. Okay, das ist natürlich eine glaubhafte Quelle. Ja. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal erschieße ich dich einfach viel schneller als du mich. Tja, das werden wir sehen. Vielleicht ist das so. Jetzt geht's ja aber. Das ist gut. Warum will dieser Wanst auf ein chimärisches Gebäude klettern? Na, oha. Ja, ich inspiziere mal meinen Kletterhaken. Den kann ich bestimmt irgendwann gebrauchen. Man kann einen Kletterhaken immer gebrauchen. Auch ich mache häufig Gebrauch von dem meinen. Stell dir einfach mal vor, du bist quasi in einer 10 Meter tiefen Schlucht. Dann brauchst du einen Kletterhaken mit 10 Meter Seil. Ja, stell dir mal vor, ich wäre ein ungewaschener Nerd. Das kommt eher hin. Ja, aber es ist weniger spektakulär.
Ja, braucht auch weniger Haken erforderlich, muss ich gestehen. Naja, schon den einen, an dem man dich dann aufhängt und dann, damit man halt nicht mit dir zu tun haben muss. Das ist jetzt aber düster. Ja, das war ja deine Idee. Achso, wenn das so ist. Das ist deine Welt. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Alles klar. Tja. Auf meine Nachrichten an Sophie kommen immer noch nichts, ne? Nö. Miststück. Yep. Ja, komm. Irgendwann über meine Neugier. Geh zu diesem komischen Ort. Zu diesem komischen Ort? Ja. Von dem das Bild handelt? Ja. Weißt du, was es für ein Ort ist? Ich nehme meinen Kletterhaken mit. Du nimmst deinen Kletterhaken mit. Aus Gründen, weil den braucht man. Ja, natürlich. Also, du bist da jetzt am Hallmarkt, quasi, wenn du da so hingehst, vorbei an der Kirche unserer lieben Frauen. Und ich habe bisher nur zweimal bewusst den Hallmarkt erwähnt und das war die beiden Male, wo du dir deine Freude abgeholt hast, denn das ist der Ort, wo der Typ wohnt. Oh. Oh. Das gibt jetzt ja auch. Oh. Mit einem Vertrag, der noch intakt ist, offenbar hier, um dir das letzte Mal deine Freude zu holen. Ja. Faszinierend. Nein, die Freude darf er behalten. Oh nein. Du bist hier, um sie einzutreiben und der Traum hat sie gerechtmäßigt eures Vertrages bereitgestellt. Ja, ist doch nett von dem Traum. Du musst nur noch danach greifen. Denn die Freude hat der gute Tim schon nicht mehr. Da muss ich wieder in seine Wohnung. Das kommt ein bisschen creepy, wenn ich abends quasi dann trotz, ich soll nicht auftauchen bei Katrin klingel. Das ist, nee. Das kann ich so nicht machen, das funktioniert so nicht. Da hat er jetzt Pech gehabt. Ich hätte es ihm ja gegönnt, dass er das wieder kriegt, aber. Also, was tust du? Ja, ich gehe. Ich hatte ja vor, dieses Experiment von den Perno zu beobachten. Was passiert? Dass dieser Ort war, das ist mir so erst quasi da eingefallen, als ich da stand. Und wenn du den ersten Schritt gehst, dich umdrehend, werden sich die Fensterläden seines Zimmers eröffnen. Oh, und dann? Dann tritt er hinaus aufs Brett. Kann ich ihm von dem noch ein bisschen kann ich ihn davon wieder entbinden? Wahrscheinlich nicht. Naja. Du kannst. Was du machen kannst. Boah. Ja, du kannst ihn nur davon entbinden, dass er dir den letzten Tag wert an Freude, den morgigen Tag, nicht bereitstellen muss. Ja, ich glaube, dass, würde ihm auch nicht mehr weiterhelfen. Er steht da mit der Hand. Ich rufe Katrin an. Der Wand, ja? Ich rufe Katrin an. Was denn los? Geh mal ganz schnell in Tims Zimmer, der steht an seinem Fenster und will gleich springen. Was? Los! Sie lässt das Handy fallen. Du hörst die Tür ihres Zimmers offenbar aufschlagen. Und dann wird sie in sein Zimmer gestürzt kommen. Und er wird sich so erschrecken, dass er fällt. Das ist so ärgerlich.
Und du hörst ihren entsetzten Schrei. Und dann siehst du ihn auf dem Boden aufschlagen. Ich würde auch schreien, so nein, tust nicht. Und dann, oh nein, schade. Das ist schon sau ärgerlich. Shit. Du hast jemanden getötet, David. Ja, das ist richtig. Der Hallmarkt selbst ist nicht schlecht besucht. Leute werden natürlich erst entsetzt aufschreien und Sachen dergleichen. Dann wird nach den ersten paar Sekunden, denn das ist die unsrige Welt, jemand sein Handy ziehen, um das zu filmen. Und dann, ich würde dann quasi auch jemand auf die Idee kommen, dass man ja vielleicht jemand anrufen könnte, der da hilft. Oder mal hingeht, gucken, ob der vielleicht noch lebt. Ich würde da quasi schon hingelaufen sein, an dem Typen mit dem Handy vorbei, dem das aus Versehen aus der Hand geschlagen haben. So umgerempelt quasi. Und dann erstmal geguckt, ob Tim noch lebt. So, ey Tim, geht's noch? Lebst du noch? Also, rüttel, rüttel an Tim. Wo sind die Häuser der... Hast noch einen Puls? Jetzt, wo du ihn am Boden liegen siehst, siehst du natürlich, dass das Blut sich in einer fast künstlerischen Form gesammelt hat und es schön so in das Pflaster rinnt, dass man fast, wenn man da jetzt sich Zeit nehmen würde, die Umrisse des Hallmarktes erneut erkennen kann, wie auf diesem Bild, das dir geschickt wurde. Yay. Geil. Geht ja. So. Es ist ziemlich. Es ist ja nicht direkt so eklig, es sei denn, David verträgt kein Blut zu sehen. Hallo. Aber es ist befremdlich und schockierend tatsächlich schon. Ja, schon ein bisschen. Wenn du so einen Menschen siehst, der verstörend ist gut, der wie eine Marionette, wo du die Fäden abgeschnitten hast und der dann aus dem zweiten Stock hier fallen ist, da, weißt du? Eben, und den ich kannte, das ist halt schon so, ja gut, ich hab den als Objekt des Interesses behandelt, aber es ist schon irgendwie doof. Ich will dann quasi nach einer Ambulanz rufen, der hat noch Puls, der lebt noch, und ihm versuchen gut zuzureden. Red doch mal mit ihm. Tim, alles wird gut. Das kriegen wir alles wieder hin. Das ist, ich leg dich jetzt gleich mal in die Stabilität. Nee, ich beweg dich lieber nicht, deinen Nacken komisch aus. Ich öffne jetzt mal kurz deinen Mund, damit du dich nicht vollkotzt und so, wenn du noch versuchst zu atmen, und hör mir bloß nicht auf zu atmen, mein Kleiner. Sein Mund bildet leichte Blasen von dem Blut, das da so ein bisschen rauskommt, wegen der Restatmung. Ja, das ist gut. Ne, das, deswegen, ne, Kopf überstreifen. Ist der auf den Kopf gefallen? Oder ist der eher so auf die Brust gefallen? Ne, konnte ich das sehen? Das ist ja, schlecht. Du konntest das aus nächster Nähe sehen. Ja, man darf den Kopf nicht bewegen, scheiß was drauf. Er ist so irgendwie auf dem Rücken gefallen, aber das zweite, was dann aufgeschlagen ist, neben Ellbogenwert, wird der Kopf gewesen sein. Okay, dann hat er eine Kopfwunde am Hinterkopf. Das heißt, stabile Seitenlage ist durchaus möglich. Das Ganze ein bisschen, wenn möglich, etwas in Schräglage, dass es halt auch auslaufen, also dass das Blut weglaufen kann von der Wunde. Mhm. Möglichst dabei seinen Hals gar nicht bis, also kaum bis gar nicht bewegen. Ich schnapp mir auch jemanden, der daneben steht. Am besten den Typen, der vorher das Handy hatte, der alles filmen wollte. Weil den werde ich nämlich jetzt explizit dafür ansprechen, dass der alles mitmacht. Und dass er halt, ne, den Kopf stabilisiert, während ich den halt langsam drehe und so weiter und so fort. Und dass es halt immer möglichst wenig Bewegung im Hals passiert. Und dann kommt er halt in die stabile Seitenlage. Und dann kommt er hoffentlich gleich der Notarzt. Das dauert immer so ewig und ich rede die ganze Zeit halt weiter, so wie ich jetzt auch gerade mit euch rede, ne, mit ihm, dass da ja der Notarzt gleich kommt und was ich dann tue, stabilisierte Seitenlage.
Warum ich das tue, nämlich damit er sich nicht erbricht, nicht die Unterartenwege verstopft und so weiter und so fort. Die allgemeine Schockbetreuung. Ja, ja. Also, man hat ja mal beim Führerschein im Kreise irgendwelche anderen Lappen, die keinen Bock auf die Scheiße hatten, irgendwie sowas wie Erste Hilfe gemacht. Und da hat man irgendwelche lustigen Leute über den Boden geschleift und man hat mal in deren Gusche geglotzt und solche Sachen, irgendeine Trainingspuppe mündlich vergewaltigt. Ja, das hat man mal gemacht. Aber jemanden in stabile Seitenlage zu legen, dessen Kopf so rumschlackert, so leblos und die Arme so unbeweglich, das ist völlig anderes und auch überhaupt nicht leicht, gerade weil du keine Ahnung hast, außer dieser 6 Stunden, die man da mal irgendwann vor Jahren abgesessen hat. Ach, das ist immer so kacke. Du bewegst seinen Kopf zusammen mit dem Typen anfänglich am besten so, dass halt das Genick gerade bleibt, aber ihr lasst es sehr schnell bleiben und legt, also kaum gedreht habt ihr ihn, weil es wirkt alles so lose und so zerbrechlich. Zu schlapp halt. Ja. Ja, dann würde ich irgendwann noch mal versuchen, mit dem Arzt zu reden, der ja hoffentlich noch in irgendeiner Strippe dran ist. Nee, du rufst ja nicht direkt bei einem Arzt an. Die Notfallschaltung, die du da durchklingelst, die Leute, die da sitzen, haben keine Ahnung, die geben das bloß weiter. Was du aber merkst, wenn du ihn dann wieder zurückgelegt hast, ist, dass ein Knopf von seiner Hose abgegangen ist. Das ist jetzt erstmal wenig interessant in der Situation, aber da ist die Freude drin. Die nehme ich. Ach, die nimmst du jetzt. Ja, ja. Da ist genug Aufruhr, dass dir das auf jeden Fall gelingt. Das ist nicht so das Problem. Er liegt ja auch nur wenige Zentimeter von deiner Hand. Aber diese Freude fühlt sich noch etwas anders an. Das glaube ich. Wie genau? Das ist eine gute Frage. Hätte ich mal gesagt, so wie immer. Es wirkt, wie als hätte man eine Emotion, die über eine Woche verteilt wird, mühsam aus irgendwelchen Ecken und Ritzen zusammengekratzt und noch versucht und die Reinheit ist nicht. Du hattest sonst einfach reine Freude, ein Gefühl gespeichert in einem Ding. Jetzt hast du Freude, die nicht so dicht ist wie vorher und die leicht, die getränkt ist mit anderen Gefühlen. Mit einem Konvolut aus Melancholie zum Beispiel. Und Machtlosigkeit. Schön. Ach ja, wie schön. So, der Notarzt ist dann auch da. Ja. Der wird erstmal die werden natürlich, ihr werdet alle beiseite gefegt, ausreichend weit, und dann hat sich das erstmal. Ich gehe mal davon aus, dass Katrin schon unten ist. Nee. Ernsthaft nicht? Ja. Wahnsinn. Die ist nicht runtergerannt. Die hat, also sind es mindestens 2-3 Minuten vergangen. Gefühlt Jahre. Ja, da waren relativ schnell. Da kommt meistens so in 10 Minuten. Also 5 bis 10 Minuten in der Stadt. Das Krankenhaus ist super nah. Ah, okay. Tatsächlich. Das ist hat er vielleicht Fußweg noch 15 Minuten. Dann hat er ja vielleicht noch Glück gehabt. Ja, ich werde denen quasi berichten, was ich gesehen habe, dass er quasi runtergesprungen ist und seitdem schon die ganze Woche. Ja, das machst du ja dann mit der Polizei. Die haben keine Zeit für dich, die Hansen, die da kommen. Aber die kommt dann auch noch eine Minute später.
Ich nehme die in den. Also, nee, ich bin voll mit Blut, ne? Ja, nicht so schön. Du bist voll mit Blut, ja. Ja, ich stehe einfach nur vor ihr. Vor ihr? Vor der Polizei oder was? Ja, oder die, ja, wie auch immer. Das ist halt. So, ja. Ja, die werden dich nur kurz befragen, so einfühlsam wie möglich. Kriminalbeamte haben das jetzt nicht immer in Hülle und Fülle, das wird ja gleich verteilt. Und die geben dir pro forma natürlich erstmal noch die Nummer und wollen deine Nummer natürlich haben, falls du musst vermutlich dann nochmal eine richtige Aussage machen. Musst du nicht, das nicht. Aber sie wollen trotzdem deine Nummer. Und sie geben dir pro forma erstmal die Telefonnummer von irgendeiner Psychotante. Du willst schon, jo. Wem dem Schock. Und dann werden die sich vermutlich aufmachen, Blick in seine Bude werfen und vermutlich mit der anderen Schlampe da reden. Ich würde mitkommen. Ja, Herr Osteen, gehen sie erstmal nach Hause. Ja, ich kannte Tim und war in letzter Woche mit Katrin in Kontakt. Ja, das hat man, der eine geht jetzt schon mal rein und der andere, ja, das haben wir jetzt schon gehört, das ist ja in Ordnung. Wir würden das jetzt gerne erstmal kurz alleine machen. Sie können es ja dann später noch hier mit der Frau. Haben Sie irgendwie Feuchtbier, dass ich mir die Hände sauber machen kann? Feuchtpapier, ja, das, ich frage mal drinnen schnell nach, ja? Ansonsten kann ich ihm da aufs Klo und mir die Hände waschen? Ja, ja, komm, einfach mal kurz rein. Geht doch. Ja, ich würde dann quasi, der Polizist wird sie wahrscheinlich in die Küche boxieren oder so, weg davon. Und ich einmal kurz zum Klo und dann Richtung Küche wieder mal gucken. Also nicht zurück zu den Stimmen von dem. Ja, das wird der andere machen. Die stehen beiden, also der eine kommt gerade aus Tims Zimmer, wo er sagt, ja, gehen Sie, Sie können dann später sich nochmal, ja. Okay, danke. Mit Frau Bauer hin unterhalten. Auch diesen Namen werde ich mir nicht merken. Ich habe ihn mir schon aufgegeben. Sehr gut. Quasi muss ich ja mit ihr zur Beerdigung. Wo? Was musst du? Ich muss mit ihr zur Beerdigung. Als ob du da Mensch bist. Als ob die Eltern wüssten, mit wem er da abgehangen hat. Ja, aber seit wann ist eine Beerdigung ein öffentliches Spektakel? Schon immer. Ach so. Auf dem Land ist das immer schon so gewesen. Ja, auf dem Land, merkst du das? Ich weiß ja gar nicht, wo der Junge herkommt. Der kommt doch hier aus... keine Ahnung, Erfurt. Also. Welche Metropole. Gut, da werde ich wahrscheinlich nicht hinterherfahren. Da wird wahrscheinlich Katrin auch nicht hinterherfahren. Obwohl sie Mitwohnerin, na, vielleicht schon. Aber nee, sie kannte ihn auch nicht. Nee, die hat ja da wirklich noch nicht lange gewohnt. Ich meine, wenn du rauskriegst, wann das ist, hab ich kein Problem damit, wenn du zu Bergen fährst. Aber ist auch erstmal egal. Wir sind ja erstmal im Hier und Jetzt. Ich geh nach Hause. Das ist alles Kacke. Im Hier und Jetzt, wo du getötet hast. Ich könnte mir eine Dose Freude aufmachen, aber das wäre echt irgendwie ein bisschen krank. Wär's das, ja? Schon? Ich fühle mich auch gerade nicht danach. Ja, Mathe hatte ja auch gesagt, die Freude ist nicht für dich, ne? Ach, richtig. Ja, doof. Das ist ja noch lächerlicher. Dann treib ich den schon in den Tod und dann kriege ich davon nicht mal was. Jetzt ist vor allen Dingen, ich hätte es ja nicht erwartet, dass du dich so einfach mit, ja, musst du nicht machen, abspeisen lässt. Aber fast hättest du ihn noch gerettet. Naja. Der überlebt das ja bestimmt. Bestimmt. Ich habe dieses Bild echt nicht zu dem zuordnen können. Nee, das Bild hättest du nicht. Du hättest nur zweimal das Wort Heilmarkt dir merken müssen. Das ist unmöglich. Das ist schon okay. Ich habe auch für dich gewürfelt, ob du den Ort sofort in Verbindung bringst. Aber du hattest leider nicht so die Ergebnisse, die ich mir erhofft hatte. Hatte ich ja auch als Spieler nicht. War ja auch alles easy. Ja. Also, was machst du jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Du bist jung, du bist voller Blut. Du bist in der Innenstadt. Da ist was los. Es ist gerade mal, was weiß ich, 8, 9. Ich fahre nach Hause, zieh mich um, geh duschen und trink mir einen Grog. Weißt du, was das Beste ist? Wenn du nach Hause kommst, duschen gehst, aus der Dusche rauskommst, dein Wasser ist ja schon erhitzt und da sitzt einfach dein Vermieter bei dir in der Küche. Moin. Grog. Ach, David. Oh. Okay. Na, was geht bei dir?
Och, ein Typ hat sich gerade umgebracht. Scheiße. Jo, kann ich glaube, ich bin schuld. Wieso das denn? Naja, ich habe ihm seine Freude genommen. Hm. Das artete ein bisschen aus anscheinend. Hätte nicht gedacht, dass das so ausartet. Ja, aber erzähl doch mal. Er hat sich gerade quasi in den Tod gestürzt. Ha. Also, er ist jetzt im Krankenhaus. Ich denke mal, dass er das nicht überlebt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der sah nicht gut aus. Ja, der... Das sagt dir erstmal nix. Oh ja. Wie lange hast du denn die Freude genommen? Seit Scheinheim, 4 Wochen. Ja, 4 Wochen ist eine Hartgrenze, ja. Okay. 4 Wochen ist ziemlich lang. 4 Wochen ist verdammt lang. Das war sein letzter Tag, ne? Und wie gehst du so damit? Wie sehe ich denn für dich aus gerade? Ja, scheiße, aber... Genau. Keine Ahnung, das ist... gar nicht so lustig. Nee. Ich fand das sehr interessant, als ich eben... Also... Auf der anderen Seite habe ich mir auch das Leben gerettet. Also, als ich ihm damals dann gesagt habe, ich hätte gerne deine Freude, dann klang das irgendwie noch... Das klang irgendwie noch gar nicht so schlimm. Dass ich würde so irgendwie ein bisschen Dämmer mitproduzieren oder so. Aber, Ja, ich meine, freudloses Leben ist schon eine der schlimmeren Strafen, oder? Offensichtlich. Ja. Versuch bloß nicht irgendwie bei die Freude irgendwie von bei seiner Familie loszuwerden. Die kriegen das dann wahrscheinlich mit, ne? Ich weiß nicht genau, was denn direkt passiert, aber die werden nicht wissen, warum, aber die werden dich hassen. Und zwar richtig übel. Okay. Das ist nicht so schön. Der böse Geist, der über ihre Familie gekommen ist und einen aus ihrer Mitte gerissen hat, weißt du? Ich hätte es ja auch rückgängig machen können, wollen, wenn ich es gekonnt hätte. Na klar, Mann, ich mach dir keinen Vorwurf. Ich mach dir keinen Vorwurf, ich kann auch nichts sagen, was dir hilft. Weil gibt nix. Gibt einfach nix. Aber ich weiß, dass du nicht einer bist, der jetzt da irgendwelche perversen Freuden entwickelt wird, irgendwelche Menschen zu quälen. Oh. Irgendwie scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Wirkung hat. Gibt eine verbotene Kunst, wo jemand bis zu ein paar Wochen lang quasi das Leben nur aus nur das Beschissenste am Leben sieht und keine Freude mehr hat. Und die meisten, wenn du es schaffst, das 4 Wochen aufrechtzuerhalten, die meisten bringen sich an der Schwelle um. Aber ich meine, du musst es jetzt halt auch so sehen, wenn du, ich meine, du fühlst dich ja ganz offensichtlich damit richtig beschissen. Versuch, das, was du jetzt von ihm bekommen hast, dann auch zum größten Nutzen irgendwie anzuwenden von irgendwelchen anderen Leuten, weißt du? Der Traum nimmt nicht nur der Traum, der gibt es ja auch wieder zurück. Und du kannst quasi hier sein ausführendes Ding sein, Organ. Wie mache ich das am besten? Du beschenkst jemanden und du machst dabei noch kenntlich, pass auf, also das normalerweise kannst du so machen, du gehst jetzt jemand hin, schenkst ihm das und sagst, du hoffst, das wird ihm viel Freude und viel Lustgewinn bereiten oder so ein Shit. Und dann würde er dich vermutlich richtig dumm angucken und dir einen Vogel zeigen. Er muss es nicht mal direkt annehmen. In dem Fall, also jedenfalls kein Sterblicher. Und dann wird er aber trotzdem vermutlich über Monate hinweg verteilt. Immer wieder an kleinen Stellen nicht nur seine eigene Freude fühlen, sondern zusätzlich noch die Fremde.
was der aber nicht so wirklich identifizieren kann als was Fremdes, sondern das ist dann einfach, der hat nur, empfindet nur mehr Glück. Okay. Ja, das ist, mal schauen, wo ich das aufziehen kann. Junge, ich hab da vollstes Vertrauen, dass du jemanden findest, der es wieder nötig hat oder so. Ja, das krieg ich bestimmt irgendwie hin. Muss ich das, kann ich das Ding auch irgendwie, kann ich das auch umspeichern oder was anderes? Nee. Also bestimmt, aber ich hab keine Ahnung wie und ich würde damit nicht so viel rumexperimentieren. Weil ich würde jetzt ungern, also das eine Gefäß ist halt so ein Bild von ihm, das ist ein bisschen komisch, wenn ich das jemand anders schenke. Ja, du kannst es ja in irgendwas verpacken oder verstecken, weißt du. Es muss nur ein Teil davon sein, unbeschädigt. Hm, okay. Also was weiß ich, zum Beispiel eingenäht oder so, ne? Naja, ich, oder hinter einem anderen Bild versteckt. Genau. Wenn es ein Bild ist, dann ist es bestimmt ein Foto, ne? Hm. Dann ist es auch nur das Foto, nicht der Rahmen. Ja, also zumindest gehe ich mal ganz stark davon aus, aber das wirst du schon merken dann. Ich schaue es mir mal an. Hm. Soll ich heute Nacht hier pennen? Nee, das bin ich, würde ich sagen. Hm. Was treibt dich eigentlich hier hin? Ja, ich wollte eigentlich mal heute durchzählen. So generell erstmal. Okay. Ich zähle nur eins. Jo, eins. Hm. Naja, gut. Ist auch eine Zahl. Ja, da wollte ich einen saufen. Da habe ich gesehen, dass hier schon Grund steht. Ja, willst du noch einen? Pur nee, oder nicht? Als Kock? Nee, erstmal nicht. Ja, auf allen Beinen kannst du nicht stehen. Ach du, ich kann das ganz gut. Ich wollte jetzt fast sagen Beweise, aber dann stehst du hier die nächsten 24 Stunden auf einem Bein in meiner Küche. Hä, bin ich ein bekackter E-Schuh, Alter? Ich kann in meinem Haus strecke ich meine Hufe aus, wo ich will. Zum Beispiel unter deinen Tisch. Aufstehen geht das nicht. Ja, gut. Nö, und dann, keine Ahnung, ich muss gestehen, das ist jetzt natürlich kein Zeitpunkt. Aber du hast mich ja gefragt. Irgendwann, so in der nächsten Zeit, werde ich dich mal fragen müssen. Oh, nach einem also, du bist halt. Du bist ja, und das betonst ja auch, schon noch auch viel Mensch. Und das ist ja gut. Und wenn man den Tatsachen ungeniert in die Poperze gucken, dann werde ich ja auch jetzt irgendwann wieder sehr viel mehr Mensch sein. Und dann kommen einem dann natürlich Fragen. Was da übrig bleibt von mir. Weißt du, ich betrachte mich ja quasi wie eine Art oder das Leben nach der Fee als eine Art, weißt du, so ein Kumpel von dir, der dir fremd ist, aber den du schon eigentlich ewig lang kennst und dem du schon auch Gutes, vielleicht sogar das Beste wünscht. Und ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Na, zum Beispiel, ich suche, ja, das muss ich mir noch überlegen. Aber du bist so ein Stück weit noch gleichgesinnt jetzt, ja, im Gegensatz zu vielen anderen, die würden, wenn ich die Ansprache gehalten hätte, bei denen wären die schreiend weggerannt und hätten, keine Ahnung, die Tür vor mir zugeknallt. Ich glaube, ich verstehe sogar, was du meinst. Du denkst, du wirst bald sterben. Nee. Also, ich meine jetzt so im übertragenen Sinne, also nicht mehr bald Fee sein, weißt du? Das könnte passieren. Warum denn? Einfach, weil du alt bist, oder? Hey, sag mal. Also, das sind deine Worte. Ich knall die Nutten noch genauso weg wie vor 50 Jahren. Eben. Ja. Glaube ich dir. Ja. Ich zeig's dir auch, wenn nötig. Da bin ich eh schon. Nee. ist so ein Gefühl. Okay, also das
ist das normal? Ich dachte, wir bleiben jetzt so lange hier, bis wir sterben. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Klar. Hat nichts mit dir zu tun. Hat wirklich gar nichts mit dir zu tun. Du kannst dich auf ein Leben voll feenhaften Zauber und voll Mysterien Schatz suchen, voll Nächten mit Rum und Weibern, Weintrauben und Gesang, mit Tanz, mit heftigen Rap-Battles und was weiß ich, kannst du dich noch freuen. Solange bis dein menschlicher Körper irgendwann schlapp macht. Es sei denn, keine Ahnung, du hast ein bisschen viel Kontakt mit Herbstvolk oder Dauntain, aber das wird ja nicht passieren. Naja, bedingt. Wieso? Also was, hat dir schon mal jemand gesagt, was Herbstvolk ist? Nö. Also Herbstvolk sind die banalsten der Banalen. Ah, ach so. Ja, das wären jetzt die vom Herbstvolk. Nee, das ist... Wenn du eine fünfstündige Lesung dazu hören willst, dann sprichst du mit Herrn Satt. Ich rate davon ab, ich kann dir nämlich die Kurzform liefern. Der ewige Winter ist totaler Beschiss, das ist nur Propaganda zur Stärkung des Sommerhofes. Wenn man vom Ende spricht, dann kann man das ja auch gleich Apokalypse oder eher Starre oder Auslöschung oder irgend sowas nennen. Und die Überbringer in der Menschenwelt, die so voll krass banal sind, die sollte man entsprechend auch nicht Herbstvolk nennen, sondern, keine Ahnung... Apokalyptischen Reiter. Doombringer oder so. Verwalter. Ewige GEZ-Außendienstmitarbeiter, sowas in der Richtung. Ja, also das ist halt so einfach so, ne, ja. Unheilsbringer. Okay, kein Problem. Kann ich verstehen. Bin ich auch eindeutiger als Herbstvolk, weil Herbstvolk sind für mich die Leute vom Herbsthof. Ja, wie die das benennen, ist mir egal, aber ich nehme den Begriff, der sich durchgesetzt hat, denn wie ich bereits tausendmal sagte, ich bin raus. Jo, und warum bist du dann quasi der Meinung, dass du demnächst bald dem Herbstvolk in Anführungsstrichen begegnen wirst? Nee, das werde ich auf keinen Fall. Gut. Aber du sagtest, du wärst bald eventuell nicht mehr Herr deiner eigenen Sinne, also sprich, nicht mehr älter. Ja, zwischen den normalen Menschen und Herbstvolk ist noch ein richtiger Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Gartenzwerg und... Und? Na, was weniger schlimm halt. Hättest du jetzt Heinzelmännchen gesagt, hätte ich gehauen. Das ist der Unterschied zwischen... Nee, wir können am Freitag einsaufen gehen und ich trinke nicht mehr. Ich halte mich für erwachsen und ich finde, man sollte in unserem Alter auch mal seiner Verantwortung nachkommen. Das tut ja schon weh, wenn du das sagst. Das ja, in der Leber tut das weh. Eben. Und warum meinst du dann, dass du dann demnächst bald anheimfallen wirst? Ich hab meine Gründe und das wirst du nicht erfahren. Das ist doch eine Aussage, mit der ich arbeiten kann. Ja. Sag das doch gleich. Ja, hab ich doch gleich. Ich hab dir nur erstmal die anderen Sachen erklärt, die waren wichtig. Nicht wohl. Nicht, dass du jemanden sagst, nee, der da hinten ist Herbstvolk und der rennt schreiend weg und du meinst nur irgendeinen Typen. Ja, das stimmt. Und dann möchtest du was von mir? Nee, das heute sowieso nichts in der Richtung. Heute ja, aber dann will ich dir einen Arm um die Schulter legen, ein Sauflied singen. Philosophieren über Gott, Welt und Weiberärsche, vielleicht schreiend durch die Straßen rennen, voll Wut, Verzweiflung und auch mal um alles rauszulassen, wenn du willst, auch ein bisschen rumknutschen, solche Sachen. Mit Bodypaint selbst spontan gedachte Gedichte auf unsere Ärsche schreiben und dann alte Frauen wecken, um sie aus unseren Büchern des Arsches vorlesen zu lassen. Ich empfinde das durchaus als amüsant, aber ich glaube, ich habe heute nicht die Stimmung oder so. Nee, damit meinte ich heute, ist auch egal. Dann bleibt's eben bei Saufen, sie philosophieren und rumknutschen. Das Knutschen kannst du dir abschminken. Ich bin für dich da, was auch immer du brauchst. Das war die grundsätzliche Aussage. Sehr gut. Dankeschön. Dann musst du jetzt aber noch einen trinken. Auf einem Bein kann man eh nicht stehen.
Naja, dann gib mal her. Dann siehst du. Ich würde sagen, mach erstmal einen Cut. Jo. Gut. Hast du überstanden. Also hast du nicht, aber. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Durch die Blume gesagt, dass das nicht so gut ist, was er da macht. Also erstens ging ich davon aus, dass es klar ist, ein Monat lang die Lebensfreude ist echt lang. Das kann nicht schön sein. Dann hat Martha ja gesagt, Junge, 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 das ist aber heftig. Naja, und dann habe ich ihn ja nochmal gefragt, ob er den Vertrag vielleicht mal, also den Pakt, ob er das vielleicht mal jetzt negieren will, wo er nicht rankommt. Wollte er ja nicht. Denn David ist es nun mal wichtiger, Laborratten zu haben. David hat ja auch damals, als ich erzählt hatte, wie er irgendeiner Maid früher die Jugend geklaut hat oder die Zeit, hat er auch gesagt, yes, yes, very good, da müssten wir mal ausprobieren, was so geht. Ja, ja, was interessiert mich die alte Fotze? Ich wollte jung und hübsch bleiben, ohne Falten am Popo. David ist die neue Jojo. Flummi wäscht in dieser Runde ihre Hände nicht in Blut, sondern in Unschuld. Sophie ist einfach der sympathischere und menschlichere Charakter. Und bleibt das auch tatsächlich. Das so viel kann ich vorwegnehmen. Es ist interessant, wie sich das Blättchen wendet. Auf der anderen Seite ist es erschreckend, dass Delly halt auch irgendwie so ein Monster ist. Ja. Aber was soll man machen? Kommt man jetzt auch nicht mehr raus. Bis zum nächsten Mal.